So, willkommen zu einem neuen Pitchfork-Tutorial. Das ist jetzt mal ein kleines Weihnachtsspecial, was ich hier mit zwischen reinschieb. Und ich möchte mich an dieser Stelle für die vielen Abos bedanken, die in letzter Zeit dazugekommen sind. Das freut mich wirklich sehr. Und diesmal will ich euch mal zeigen, wie man so einen Sternhimmel macht mit Partikeln. Wir hatten ja im letzten Video uns die Partikel angesehen. Und das schauen wir uns das mal an. Also ich habe jetzt hier so eine kleine Szene. Ich schalte das mal kurz in den nicht gerenderten Zustand. Es ist hier so ein paar Bäume, die ein bisschen aus relativ einfacher Geometrie bestehen. Das sind im Prinzip immer solche Teile hier, die ich dann einfach nach oben geschoben habe und skaliert habe, um so den Baum zu machen. Dann haben wir hier eine Fläche, die mit den Sculpting-Tools, also hier Sculpt-Mode und dann eingemalt und solche Berge hier eingemalt. Und hier außen ist so eine Sphäre und dort sind jetzt Partikel dran. Genau, und das will ich mal kurz erstellen. Ich lösche mal die Sphäre und da füge ich als erstes mal ein Mesh, und zwar eine Icosphere ein. Schiebe ich mal hier runter, das werden unsere Sterne. Und füge jetzt eine UV-Sphäre ein und skaliere die mal viel größer. Das ist jetzt hier unsere Himmelskugel. Und das Ganze bekommt jetzt noch einen Modifier, Subdivision Surface Modifier. Und das schalte ich auf Smooth. Also hier mit Linksklick und dann Smooth. Shade Smooth. So, jetzt bekommt das Ganze ein Partikelsystem. Also ich gehe auf die Partikel für die Weltkugel und füge ein Partikelsystem ein. Und hier stelle ich jetzt ein, dass der Startframe auf 1 ist und der Endframe ebenfalls auf 1, sodass sofort alle Partikel da sind. Dann habe ich hier meine Szene, 250 Frames, schalte ich ja auch 250 Frames ein. Und jetzt sind die Partikel die ganze Zeit da, in der Lifetime, 52 Frames. Also die ganze Animation sind diese Partikel vorhanden. Und schalte jetzt unter Render, hier von Halo auf Objekt wieder. Und schalte hier unsere Icosphere ein. Drücke ich mal auf I, C und haben hier unsere Icosphere. Und der gebe ich jetzt mal ein Material. Und zwar ein Emit Shader. Emission. Und mache das Ganze ein bisschen heller. Gehe mal auf einen geänderten Zustand. Ich schalte mal um auf Eevee. Dass das ja ein bisschen schneller geht. Und hier habe ich schon Blumen eingestellt. Also hier an der Stelle habe ich hier ein Häkchen bei Blumen reingemacht, sodass das jetzt leuchtet. Jetzt haben wir hier die verschiedenen Sterne. Und als allererstes möchte ich, dass diese nicht so eintönig sind. Und da gehe ich auf das Shading und wähle hier unser Sphere aus. Und füge ein mit Shift A Input ein Objekt-Info-Node. Und da haben wir hier diesen Random-Wert, also einen Zufallswert. Und dann füge ich noch Converter Color Amp hinzu. Und verbinde jetzt Random hier mit dem Faktor und Color mit Color. Und kann jetzt hier verschiedene Farben auswählen. Also das wären dann zufällige Farben. Gehen wir hier so in bläulich rein. Und hier so eine Farbe. Das lassen wir mal auf Weiß. Und gehen in den gerenderten Zustand. Und dann, das ist noch ein bisschen wenig, schalte mal das bisschen kräftigere Farben ein. Und nochmal auf das Plus. Dann haben wir noch eine Farbe. Nehmen wir da noch so eine Farbe hier. Und dann färben sich diese Sterne jetzt leicht. Also ist jetzt jeder etwas anders. Und jetzt gehe ich mal in Layout. Und das Problem, was wir jetzt haben, ich kann ja mal die Sphäre auswählen und auf die Partikel gehen und die Partikel etwas erhöhen, dass wir ein bisschen mehr Sterne haben. Das Problem, dass die sich jetzt ganz gleichmäßig verteilen. Und das sieht nicht sehr realistisch aus.
Wir können mal noch was einstellen, dass die, und zwar unter Render, machen wir die mal etwas größer und schalten dann hier ein Scale Randomness ein, sagen wir unterschiedliche Größe, unterschiedliche Größen von den Sternen. Und jetzt möchte ich die etwas realistischer verteilen. Und da gibt es eine bestimmte Methode, die ist nicht so bekannt. Man kann jetzt ja auch das mit Texturen steuern. Und da scrolle ich mal hier runter. Und da gibt es hier Textures und gehe mal auf New. Und da habe ich hier jetzt eine neue Textur. Gehe auf dieses Symbol und komme direkt bei den Texturen raus. Und nehme jetzt mal Distorted Noise. Und schalte jetzt mal hier irgendwas, ich mache erstmal sowas um die 8 bei Amount. Und den Wert mache ich auch etwas höher. Scroll hier runter. Die Brightness mal auf 2. Und die ganzen Werte mal auf, ja, diesen Wert auch 2. Sieht's aus. So sieht das jetzt aus. Das ist jetzt unsere Textur. Und bis jetzt wirkt sich das noch nicht aus auf unsere Sterne. Dann haben wir hier Influence. Und hier kann man jetzt verschiedene Sachen einstellen, dass sich das zum Beispiel auf die Lifetime, also auf die Lebenszeit auswirkt, auf die Größe, auf die Gravitation, so auf verschiedene Sachen, was wir brauchen. Machen das mal aus. Wir brauchen die Density, also die Dichte. Und jetzt verteilt sich das ja wesentlich besser. Kann man ja mit diesem Regler das noch umschalten, den Einfluss wegnehmen. So haben wir gar keinen Einfluss und so den vollen Einfluss. Und jetzt gehe ich mal wieder zu den Texturen. Dann können wir ein paar mehr Partikel einstellen. Und da verteilt sich das jetzt hier viel realistischer. Es sind jetzt nicht überall gleich viele Sterne, sondern hier auch mal Stellen, wo weniger Sterne sind. Und es kommt der Realität relativ nahe, da ja im Universum auch nicht die ganzen Galaxien und Sterne vollkommen gleich verteilt werden, sondern es auch so Galaxienhaufen gibt und das Ganze. Und so haben wir das jetzt hier auch. Können jetzt hier mit den Texturen, können wir jetzt noch die Werte verändern, damit wir hier sehen, was wir machen. Also die weißen Stellen, das ist jetzt die Stellen, wo Sterne sind. Die schwarzen Stellen, dort sind keine Sterne. Und wir können jetzt hier auch mal den Bildschirm teilen, so dass wir dieses Bild immer sehen und können jetzt hier diese Werte verändern und so weiter. Und jetzt gehe ich nochmal auf Cycles, schauen wir das nochmal in Cycles an. Ja, da haben wir jetzt das Problem, dass die Sterne den Himmel mit beleuchten. Gehen wir mal auf den Himmel und schauen wir mal ein neues Material an und stellen das mal auf Schwarz. Jetzt können wir die Roughness noch nach oben stellen. Dann haben wir jetzt hier so einen dunklen Sternenhimmel. Auch die Farbe oder etwas ins Bläuliche. Genau. So, das soll es erstmal gewesen sein. Also ich wünsche auf jeden Fall alle noch eine schöne Weihnachtszeit. Und ich denke, zwischen Weihnachten und Silvester wird es noch ein Video geben zu den Haarpartikeln. Das ist im Prinzip schon im Wesentlichen aufgenommen. Ich muss nur noch schneiden. Also dann habt noch eine besinnliche Zeit und dann bis zum nächsten Mal.